Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es mal wieder um Trainingsqualität. Training ist ja toll und gut, aber so viel Zeit haben wir nicht, also soll auch hinterher was herauskommen. Meine Frage, wie weit schlägst du denn dein Pitching Wedge? Und zwar konstant. Nun, um das herauszufinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, man schlägt ein paar Bälle, schaut sich die Trackman-Daten an. Und die andere ist, man sucht sich ein Ziel auf der Driving Range, lasert das und schlägt dann dahin, bis man dann weiß, mit welchem Schläger man, mit welcher Schwungbewegung man da gut hinkommt. Natürlich spielt da auch noch ein bisschen die äußeren Bedingungen eine Rolle, also was für eine Ballqualität hat der Driving Range Ball, wie ist der Wind etc., gibt es Höhenunterschiede. Aber das wäre erstmal ein sinnvoller Einstieg, also heute geht es ein bisschen um Distanzkontrolle beim Eisen oder sinnvolles Training.